Shalom und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute nochmal kurz um die vier apokalyptischen Reiter gehen soll. Ich werde ja in den Livestreams öfters mal nach dem einen oder anderen Pferd und dem Reiter gefragt und ich möchte euch einfach nur einen kleinen Tipp geben, wo ihr einiges von Jesus hören könnt bzw. nachlesen könnt, was er über die vier apokalyptischen Reiter zu sagen hat. Denn wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, da finden wir die Reiter der Apokalypse in Offenbarung 6, die Verse 1 bis 8. Und parallel dazu sagt aber auch Jesus in Matthäus 24, die Verse 4 bis 8, in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg, Ähnliches, was auch über die vier Reiter der Apokalypse zu sagen ist. Deswegen wollen wir uns das mal anschauen und vergleichen anhand dieser zwei Kapiteln. Wir machen das jetzt so, dass wir zuerst Jesus zitieren und dann jeweils die vier Pferde der Apokalypse, beziehungsweise auch die Reiter. Zunächst in Matthäus 24, die Verse 4 bis 5, da heißt es, Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und auch in anderen Stellen und auch Jesus selbst sagte ja, dass viele falsche Christusse auftauchen werden. Es taucht also nicht nur ein Antichrist auf, der letzte am Ende der Tage, sondern falsche Christusse in der Mehrzahl werden sich bemerkbar machen und gewisse Dinge tun und sie werden auch siegreich sein, wie wir jetzt lesen wollen. Denn parallel dazu in Offenbarung 6, ab Vers 1, der erste Reiter der Apokalypse, da heißt es, Und ich sah, wie das Lamm, nämlich Jesus, eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Einige gehen davon aus, dass hier mit Jesus gemeint ist, weil auch Jesus auf einem weißen Pferd reitet, aber ich glaube nicht, dass Jesus das erste Siegel der Apokalypse ist oder der erste Reiter der Apokalypse, sondern Jesus, wie wir in Offenbarung 2 nachlesen können, hat ja ein zweischneidiges Schwert als Waffe und keinen Bogen, deswegen ist die Auslegung eher wahrscheinlicher, dass es hier sich um den Antichristen handelt oder um einen Antichristen. Wir wissen auch, der Antichrist wird eine Krone bekommen, weil er sich als König Israels ausgeben will. Und er wird zunächst siegreich sein, aber am Ende ernten, was er gesät hat. Und wenn wir beim Bogen sind, wollen wir nochmal den Bogen spannen, vielleicht zu Daniel 8, die Prophezeiung der Endzeit, wo ja auch die Meder und Perser beschrieben stehen. Ein anderes Wort für den Iran in der Bibel ist Elam, finden wir auch in Daniel 8 wieder, aber wir schauen uns an, was über Elam prophezeit wurde, über den Iran. In Jeremia 49, ab Vers 35, da heißt es, Siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen, seine vornehmste Stärke, und ich will über Elam die vier Winde kommen lassen. Die vier Winde könnten zum Beispiel eben auch die vier apokalyptischen Reiter sein, und ein falscher Christus, ein Mahdi, vielleicht aus dem Iran auftauchen, der einen Bogen sozusagen hier symbolisch verkörpert. Und die vornehmste Stärke ist der Bogen. Denken wir daran, der Bogen ist keine Nahkampfwaffe, sondern damit kann man etwas weiter gelegene Feinde und Objekte sozusagen treffen. Und wir wissen, dass der Iran auch an Atomwaffen interessiert ist und daran arbeitet. Und die könnten die vornehmste Stärke des Iran sein, aber der Bogen des Iran, die Atomwaffen werden zerbrochen. Und da werden wir auf Daniel 8 noch einige Male zu sprechen kommen. Wir kommen jetzt zu sprechen auf das zweite Siegel und da heißt es direkt weiter in der Endzeitrede von Matthäus 24 ab Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Ein Heidenvolk gegen das andere, ein Königreich gegen das andere, das klingt ganz nach einem Weltkrieg. Und wir sehen ja aktuell, was in der Ukraine los ist. Der Krieg mitten in Europa und im Nahen Osten könnte es demnächst auch noch brennen. Und da sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Also Kriege und Weltkrieg könnte man hier identifizieren, was Jesus sagte. Und jetzt schauen wir uns das zweite Siegel an, den zweiten apokalyptischen Reiter. Da heißt es in Offenbarung 6 ab Vers 3. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, Komm und sieh.
und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Ein Schwert steht für Krieg, ein großes Schwert für einen großen Krieg, in dem Fall ein Weltkrieg. Und wenn wir hier lesen, der Frieden wird von der Erde genommen, also von der ganzen Erde wird der Frieden genommen, das heißt auf der ganzen Erde haben wir dann einen Krieg. Genau das, was auch Jesus sagte, Kriege, Kriegsgerüchte, ein Heidenvolk und ein Königreich gegen das andere. Dann kommen wir zu der nächsten Aussage in Matthäus 24, Vers 7, direkt weiter sagte Jesus, es werden hier und dort Hungersnöte geschehen. Und jetzt schauen wir uns den dritten Reiter der Apokalypse dazu an. Da heißt es in Offenbarung 6 ab Vers 5 weiter, und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und aufgrund des Krieges, sozusagen aufgrund des zweiten Siegels auch, sehen wir auch, dass heute aufgrund des Krieges auch eine Hungersnot weiter einhergeht. Denn die Kornkammer Ukraine und Russland, wenn die dann nicht mehr liefern, die ganze Welt, wegen den Sanktionen und so weiter, dann wird auch die Hungersnot zunehmen. Das, was Jesus prophezeite, wird auch prophezeit, wenn sozusagen der dritte Reiter der Apokalypse zu reiten beginnt. Und hier sehen wir, dass das eine mit dem anderen verbunden ist. Krieg, Hungersnot und das vierte Siegel. Und dazu schauen wir uns wieder an, was Jesus zunächst sagt in Matthäus 24. Direkt die nächsten beiden Verse in 7 und 8. Und wir wiederholen. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Damit mit diesen ganzen Katastrophen, mit diesen Hungersnöten, Seuchen und Kriegen und Erdbeben, damit ist nicht das Ende der Endzeit sozusagen gemeint, sondern der Anfang der Wehen, und dann geht es erst richtig los, wenn auch übernatürliche Phänomene sich einstellen werden. Große Herausforderungen für jeden Einzelnen, doch mit Gottes Hilfe und mit der Kraft im Heiligen Geist durch Jesus Christus werden wir die Hindernisse überwinden und für jedes Problem eine Lösung finden. Parallel dazu zu dieser Seuche auch unter anderem, schauen wir uns an in Offenbarung 6 ab Vers 7 den vierten und letzten Reiter der Apokalypse, auch wenn dann noch drei Siegel folgen. So heißt es, und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Also hier sehen wir eine Kombination eigentlich von all dem, was wir vorher schon fast gelesen haben. Ein Schwert, das heißt ein Krieg, dadurch entsteht Hunger, die Seuche, die Pest wird auch nicht an uns vorbeigehen oder eine neue Mutation kommen oder was auch immer. Auch da ist bestimmt die letzte Pest noch nicht gegessen und durch die wilden Tiere wird es ebenfalls zu Plagen kommen. Das sind an sich natürlich keine guten Aussichten, aber wir wissen ja, wie das Ganze zu Ende geht, nämlich nach der Endzeit mit dem Königreich Gottes auf Erden. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Zeichen zu erkennen. Wer hätte gedacht, dass wir heute wirklich in dem, was Jesus prophezeite, alles auf einmal auf uns zukommt? Nicht nur, dass die Erdbeben zunehmen, es gab wieder ein Erdbeben in Fukushima, eine Seuche wie Corona, Hungersnöte. Das ist wiederum aufgrund des Krieges der Fall. Und so sehen wir, wie das alles mehr oder weniger heute schon auf uns zugerollt kommt. Und das alles wird sich noch verstärken, weswegen wir die Zeichen der Zeit erkennen sollen. Jesus sagt außerdem in Matthäus 16 ab Vers 1, beziehungsweise dort wird berichtet, die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass es ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Also es reichte nicht aus, irgendein Zeichen auf der Erde nur zu vollbringen, sie wollten das volle Programm vom Messias, ein Zeichen aus dem Himmel. Er, Jesus, aber antwortete und sprach zu ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot, und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht.
Denn das größte Zeichen aus dem Himmel zu jener Zeit war Jesus Christus selbst, als das Wort Fleisch wurde. Aber das haben die Pharisäer und Sadduzäer natürlich nicht erkannt, weil sie ebenfalls selbst einer Religion, einer Konfession einer Religion angehörten, aber eben nicht sozusagen dem folgten, was Gott wirklich wollte. Und so müssen auch wir, wenn wir die Nachrichten lesen, so schlimm sie auch sein mögen, erkennen, was die Zeichen der Zeit sind und was die Zeit geschlagen hat. Und wie gesagt, die Reiter der Apokalypse zu finden in Offenbarung 6, die Verse 1 bis 8. Und parallel dazu kann man sich Matthäus 24, die Verse 4 bis 8 anschauen. Es gibt noch viele andere Verse im Alten Testament zu diesem Thema der vier Reiter. Darüber habe ich auch schon Videos gemacht. Aber das vielleicht nochmal ein kleiner Anhaltspunkt für jene, die sich damit beschäftigen. Ansonsten ist es nicht alles gut, aber alles wird besser mit Gottes Hilfe, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König der Könige, der Friedefürst, der Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.